Woher kommt eigentlich das Essen, das in unserem Kühlschrank ist? Es gibt einen Käse, bei dem ich genau das heute herausfinden wollte. Dafür bin ich zum ersten Mal in meinem Leben nach Griechenland gefahren. Zu einer der größten Feta-Käsereien der Welt, die ich mir heute einmal genauer anschauen wollte. Hier wird aus Schafsmilch und Ziegenmilch Feta-Käse hergestellt. Eine Menge Käse. Und ich sag's euch, ich könnte hier niemals arbeiten. Ich würde den ganzen Käse hier wahrscheinlich selber essen. Das ist aber noch kein Feta. Das ist Molke und Casein. Die ganzen Käsestücke hier werden dann erstmal für 2 Tage getrocknet. Und dann nochmal für mindestens 2 Monate in Salzlake eingelegt. Also in Wasser und Salz. Erst dann kommen sie hier durch die ganzen Maschinen, werden geschnitten, verpackt und dann landen sie in unseren Supermärkten. Und dann im Kühlschrank. Und das Geilste war, die verschiedensten Sorten an Käse, die hier produziert wurden, probieren zu dürfen. Ein wahres Käse, aber auch Joghurtparadies, Freunde. Und unsere Frage, wo authentischer griechischer Feta-Käse herkommt, ist